Guten Abend, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Ich begrüße Sie zu unserem zweiten Statement am heutigen Tag. Diesmal werden wir die neuesten Personalien der SPD thematisieren. Und das macht Sarah Wagenknecht. Bitte. Ja, ich begrüße Sie natürlich auch. Wir haben die Entscheidung von Sigmar Gabriel zur Kenntnis genommen. Wir finden es durchaus respektabel, dass er mit dieser Entscheidung die Interessen seiner Partei ganz offensichtlich über seine eigenen stellt. Allerdings muss man auch sagen, die katastrophalen Umfragewerte der SPD sind natürlich nicht nur der Person Sigmar Gabriel anzulasten gewesen, sondern sie gehen natürlich vor allem zurück auf die Politik, die die SPD seit vielen Jahren macht, auf den Kurs, für den Herr Gabriel steht, aber an dem auch Herr Schulz bisher nicht mit sonderlicher Kritik hervorgetreten ist. Also ich meine einen Kurs, der nichts dem entgegensetzt, dass es in Deutschland einen riesigen Niedriglohnsektor gibt, Lohndrückerei durch Werkverträge, Leiharbeit ermöglicht wird, ein Kurs, der die gesetzliche Rente kaputt gemacht hat und der dazu geführt hat, dass die soziale Ungleichheit immer größer geworden ist. Und ich glaube, solange die Menschen in diesem Land die SPD dafür mitverantwortlich machen, dass der Sozialstaat zerstört wurde, solange wird sie auch nicht aus dem Keller ihrer Umfragewerte herauskommen. Wir als Linke würden uns sehr wünschen, wenn die SPD unter Martin Schulz wieder zu einer sozialdemokratischen Politik zurückkehrt. Aber wir werden ihn an seinen Taten messen. Worte kann man viele finden, erzählen kann man viel. Die SPD ist noch Teil der Großen Koalition. Und wir sind natürlich gespannt, ob sich in den nächsten Monaten erkennbar hier die Politik auch verändert. Ich erinnere daran, wir haben im Bundestag eine Mehrheit von SPD, Linker und Grünen. Wenn die SPD tatsächlich Dinge durchsetzen möchte, wie die paritätische Finanzierung der Krankenkassenbeiträge, die Abschaffung der Abgeltungssteuer, vieles andere, dann wäre ja immer noch die Möglichkeit, auch in der Großen Koalition sich von dem Koalitionspartner abzusetzen. Deswegen werden wir jetzt sehr gespannt verfolgen, welche neuen Akzente es in der Politik der SPD gibt. Aber wie gesagt, bisher war Martin Schulz immer dabei, wenn die SPD Sozialabbau beschlossen hat. Er hat nicht widersprochen. Er hat im Europaparlament auch eine Europapolitik mitvertreten, die diesen Kontinent immer mehr gespalten hat. Ich erinnere an sein Agieren in der Griechenland-Krise. Also wir sind skeptisch, wir warten ab, aber natürlich, wir würden uns wünschen, dass es einen sozialen Neubeginn gäbe, weil dann hätten wir endlich einen Partner und es wäre ja nichts großartiger als ein Ergebnis, wo es tatsächlich nach der Bundestagswahl die Möglichkeit gibt, in diesem Land endlich einmal wieder sozialere Politik zu machen. Ja, wir müssen erst mal abwarten, wie Martin Schulz sich jetzt auch zu vielen Fragen der Innenpolitik, der Sozialpolitik, der Wirtschaftspolitik positioniert. Also bisher hat er sich ja dort weitgehend herausgehalten. Wie gesagt, Kritik am Agenda 2010-Kurs habe ich von ihm nie gehört. Aber er hat sich dort bisher kaum positioniert. Und deswegen warten wir jetzt ab, ob er dort tatsächlich deutlich andere Akzente setzt als Sigmar Gabriel. Ich glaube oder hoffe, dass die SPD weiß, dass nur der Gesichtswechsel allein natürlich nicht ausreicht, um irgendjemand von den Menschen zu überzeugen, die in den letzten Jahren von der SPD enttäuscht waren, jetzt wieder diese Partei zu wählen. Herr von Verwahr. Den Wunsch kann man natürlich verstehen. Auf der anderen Seite ist Martin Schulz ja nicht vom Himmel gefallen. Martin Schulz ist konservativer Sozialdemokrat, einer der profiliertesten Außenpolitiker. Glauben Sie wirklich, dass Sie mit ihm Ihre Art von Politik, gerade in der Außenpolitik, durchsetzen können in einem rot-rot-grünen Bündnis? Ja, ich habe ja gesagt, ich habe Zweifel daran, dass wir in Martin Schulz jemanden haben, der die SPD wieder auf einen sozialdemokratischen Kurs führt. Trotzdem gebietet es der Anstand, dass wenn jemand gerade am Beginn steht, zunächst mal auch zu sagen, gut, schauen wir und geben wir ihm eine Chance. Aber ich sage auch, bisher ist Martin Schulz kein Agenda-Kritiker, er ist kein Kritiker des Sozialabbaus. Er hat das auf europäischer Ebene selbst mitvertreten
Und er steht damit natürlich auch für genau den Kurs, leider, der die SPD um immer mehr Zustimmung und immer mehr Glaubwürdigkeit gebracht hat. Ob er das jetzt neu schafft, das nochmal neu anzugehen, ob er sich dort auch von seiner Vergangenheit löst, das werden wir in den nächsten Wochen und Monaten sehen und dann auch wissen. Also Gerüchte gab es ja durchaus, dass es da vielleicht noch mal eine Überraschung geben könnte. Ich muss sagen, wir haben das natürlich auch in der Fraktion diskutiert und das Echo entspricht in etwa dem, was ich eben gesagt habe. Also auf der einen Seite alles andere als Euphorie, große Skepsis auch, Zweifel natürlich angesichts dessen, wie er sich bisher positioniert hat. Er ist kein glaubwürdiger Vertreter der SPD-Linken. Und natürlich hätten wir uns wesentlich mehr gewünscht, dass die SPD jetzt diese Chance nutzt, wirklich auch für einen richtigen Neubeginn, auch einen personellen. Dann hätte aber jemand sozusagen mit unbelasteter Vergangenheit, also der jetzt nicht schon politisch sich auch für Sozialabbau, auch für soziale Ungerechtigkeit positioniert hat, in dieses Amt geholt werden müssen. Das wäre natürlich ein Aufbruch gewesen, der wesentlich glaubwürdiger gewesen wäre. Aber wir entscheiden natürlich nicht darüber, wie die SPD ihr Personalproblem löst. Herr Bauer. Kennen Sie Herrn Schulz eigentlich schon persönlich? Haben Sie sich schon länger mit ihm unterhalten? Also ich kenne ihn kennen. Also ich habe ihn natürlich erlebt in meiner Zeit als Europaparlamentarier, aber wir hatten nie unmittelbar und direkt miteinander zu tun. Herr Sie? Mit Schulz kommt jetzt ein Europapolitiker an eine Spitze, gerade in der Zeit von vielen Nationalisten. Ja, ich würde mir natürlich wünschen, also es ist ja jetzt nicht per se etwas Negatives, wenn man sich auf europäischer Ebene engagiert hat, aber was ich mir wünschen würde, wäre gerade, wenn man diesen Erfahrungsbackground hat, dann sollte man eigentlich wesentlich kritischer den heutigen Entwicklungen in der EU gegenüberstehen, weil man muss ja sagen, so wie sich Europa zurzeit aufstellt, so macht es eigentlich die europäische Idee mehr und mehr kaputt, führt dazu, dass sich Menschen abwenden. Und auch das habe ich bisher von Martin Schulz eigentlich relativ wenig erlebt. Er ist ja doch einer, der, finde ich, sehr ungefiltert immer wieder auch eine stärkere Kompetenzverlagerung auf die Brüsseler Ebene gefordert hat und meines Erachtens nicht ausreichend berücksichtigt hat, welche enormen Demokratiedefizite es dort gibt und dass das eben doch die Menschen so nicht wollen, offensichtlich. Herr Hensi erst. Auf die Frage nach Rot-Rot-Grün wird der Grünen immer gesagt, das Problem dabei sei die Linke, namentlich Sie. Ist es so? Das ist ja nun der größte Unsinn, der auch nicht dadurch wahrer wird, dass er immer wieder wiederholt wird. Rot-Rot-Grün ist doch kein Farbenspiel, sondern es kann ja nur einen Sinn machen, eine neue Koalition zu beginnen, wenn sie wirklich die Grundrichtung der Politik verändert. Also wenn die SPD auch jetzt mit Martin Schulz vorhat, im Kern die Politik der Großen Koalition fortzusetzen, dann muss sie eben wieder mit der CDU koalieren. Dann sollte sie das nicht mit uns tun. Wenn sie ernsthaft den Sozialstaat wiederherstellen will, gute Renten wiederherstellen will, wenn sie auch außenpolitisch auf Friedenspolitik setzen möchte, dann ist da sicherlich die CDU kein guter Partner. Da wären wir der Bessere. Aber das muss sie erst mal unter sich entscheiden. Und das sehe ich nach wie vor als offen an. Herr von Fallborn nochmal. Offen ist noch optimistisch, denn es gab ja in den letzten 10 Tagen jetzt 2 Entscheidungen bei Rot und Grün. Bei den Grünen sind der konservative Flügel gestärkt worden. Herr Schulz gehört ebenfalls bei der SPD dazu. Wenn Sie sich die handelnden Personen mal anschauen, Sie und Herrn Bartel, die drei anderen, passt das zusammen? Also ich bin überzeugt, dass viel davon abhängt, wie die Wahlergebnisse sein werden. Und ich sage mal, die Linke steht bei den aktuellen Umfragen, zumindest bei einigen, jetzt deutlich im zweistelligen Bereich. Wenn die Linke ein überraschend gutes Ergebnis erhält, das heißt noch einiges mehr, als wir jetzt vielleicht bei Umfragen haben, dann bin ich überzeugt, dann wird in diesen Parteien der Druck beginnen von seitens der Flügel, die den jetzigen Kurs vielleicht auch nicht unbedingt wollen. Und gerade bei der SPD sehe ich natürlich, dass es viele Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten gibt, die eigentlich mit dieser Agenda-Politik noch nie etwas anfangen konnten, die damit sehr, sehr unglücklich sind. Aber damit die eine Chance bekommen, braucht es offensichtlich doch noch mal eine Bundestagswahl mit einem sehr starken linken Ergebnis, weil jetzt ist es ja eben nicht ihre Chance, sondern jetzt hat Herr Gabriel quasi auch mit einer, ja, ich weiß ja nicht, wie weit das rückengedeckt ist. Also zumindest bei der Linken wäre es auch nicht üblich, wenn ein Parteivorsitzender scheidet, dass er gleich sagt, wer der Nächste wird. Also bei uns würde da erstmal
doch eine größere Diskussion vielleicht stattfinden. Also in dem Fall ist er natürlich auch der Parteivorsitzende und der Kanzlerkandidat von Gabriels Gnaden. Ob ihm das wirklich viel hilft, wird man sehen. Ja, dann sehe ich keine weiteren Fragen. Dann bedanke ich mich nochmal für Ihr Kommen und schönen Abend dann. Tschüss.